Hallo, willkommen liebe Leute zu einem Letztest, unser Letztest Social Empires. Die App gibt es schon längst, aber ich habe es mal getestet und es hat mir sehr gut gefallen. Aber es gibt schon kleine Bugs, die es schon gibt, aber das ist sehr hart. Ich hoffe, es wird gefixt, Updates und so. Es gibt auch Dragons gibt es auch. So, also wir sehen hier vor uns genau wie Social Empires meinte ich. So eine App halt. Also es gibt Armee-Info. Dann könnt ihr eure Drachen und eure machen, also oder sich eure ganzen Drachen haben. Ihr könnt Kasernen trainieren und kaufen oder was ihr schon am Computer hattet. Also hier geht es auch ganz neu, kannst du die Universität auf 2 zum Beispiel, auf der Online-Verteidigung und alles. Und du kannst auch Missionen machen, Verteidigung, kannst du Türme bauen, Castles bauen und alles. Die Rohstoffe, das sind eure Goldmine, Mühle, alles was ihr bei Computer auch gesammelt. Ich sammle kurz mal alles ein. Ups. Ja, gut. Alles einsammeln. Das brauchen wir später. Dann, ja, Arbeit starten kurz noch. Ob. So. Dann kann man zurück, dann kann man Abenteuer machen. Also, da bekommt ihr am Ende so Gold und eine United geschenkt. Dann mache ich mal dir. Jetzt habe ich gerade geplündert, ein United. Das könnt ihr dann am Computer freilassen. Das sind in eurer Kisten drin. Dann gibt es die Nester. Da könnt ihr Nest zurückstellen mit 100 Gold, 100.000 Gold oder 50 Cash. Monsternest. Und das allerneueste gibt es nur auf der App, der Bambut-Nest. Und das ist richtig geil. Daran kann man kämpfen, aber das ist ein Bug. Wenn ich kämpfe, dann hängt es immer. Ich kann nicht so leicht demonstrieren. Das ist wirklich ein sehr, sehr großer Fehler. Dann kann man auf die Freunde-Rangliste sehen. Man kann rekrutieren. Wenn ihr Freunde holt aus Facebook, bekommt ihr die drei entweder. Kann man Info noch schauen, was ist das? Man kann Ziele erfüllen. Man könnte ja auch Unites gewinnen. Und man kann bewerten. Man kann Freunde einladen, man kann die Neuigkeiten sehen, man kann auch Einstellungen machen und man kann auch Cash kaufen aus der App. Da kannst du eine exklusive Einheit gewinnen, also nicht gewinnen, sondern kaufen für 2,70 Euro. Das ist der zweiköpfige Frostfeuerdrache. Man kann auch Cash kaufen und Fleisch und Gold und Steine und Holz. So, dann gehen wir mal zu App Store. Das mache ich alles zum nächsten Part, ja. Danke fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part bei Let's Test Social Empires. Danke fürs Zuschauen, Leute. Abonnieren bitte. Kommentieren, wenn ihr Fragen habt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.